Moin ihr lieben Soul Sisters und Soul Brothers, herzlich willkommen im Kitchen Club. Heute habe ich ein richtig schönes Pasta-Rezept für euch und zwar eine schnelle Bolognese und auch eine weiße Bolognese. Das heißt, wir benutzen keine Tomate, aber ansonsten Gemüse, Hackfleisch, wir kochen schön Nudeln dazu und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Los geht's. Sonst bin ich ja eher derjenige, der bei einer Bolognese das Fleisch zuerst anbrät, um einfach diese Röstaromen zu haben. Aber klassisch fängt man eigentlich mit dem sogenannten Sofrito an. Genau das mache ich jetzt auch. Ich habe ein bisschen Sellerie, ich habe Karotte, ich habe ein bisschen Lauch. Ich gehe rein mit einem schönen Olivenöl, im Übrigen auch bei uns im Shop erhältlich, mit dem wunderschönen Müllers Logo drauf. Davon reichlich in die Pfanne. Man sieht am Qualm auch schon, dass ich vorgeheizt habe und damit uns das Öl nicht verdirbt, geben wir auch direkt rein mit dem Gemüse und zwar natürlich immer erst mit den Sorten, die länger brauchen, das heißt Sellerie und Karotte. Das lassen wir jetzt richtig schön einschmoren, einkochen, können ein bisschen runtergehen mit der Temperatur, aber wir wollen ja eine schnelle Soße kochen, so dass ihr das zu Hause auch wirklich gut mal über den Mittag machen könnt. In der Zwischenzeit schneiden wir uns ein bisschen Schalotte und ein wenig Knoblauch. Da streiten sich ja die Geister, ob man Knoblauch jetzt in der Bolognese gibt, ja oder nein. Aber da wir jetzt hier keine Tomate und nichts haben, was so richtig Umami gibt, finde ich, müssen wir so ein bisschen mit der Würzung ein bisschen Gas geben. Deshalb auf jeden Fall Knoblauch. So, Knoblauch schön geschnitten, die sogenannte Monozehe. Auch eine seltsame Erfindung der Industrie. Dann geht's weiter mit Schalotten. Unser Gemüse einfach zwischendurch immer wieder schön umrühren. Und wenn ihr merkt, da ist jetzt alles schon so ein bisschen zusammengefallen. Da hat schon so ein leichter Schmoreffekt stattgefunden. Dann können wir den Lauch dazu geben. Ich liebe einfach diese Farben. Ne? Hier müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben. Das Gemüse soll einfach schön in sich zusammenfallen. Wir brauchen das Aroma, das ist ganz wichtig. Gerade wenn wir jetzt eben keine Tomate dabei haben, ist das Gemüse umso wichtiger. So, mein Gemüse ist jetzt schön eingefallen, eingekocht. Jetzt gehen wir das hier so ein bisschen an die Seite. Bin mit der Temperatur noch mal ein bisschen hochgegangen und gebe jetzt hier an der Seite von meinem Hackfleisch dazu. Hier habe ich ein gemischtes Hack, Rind und Schwein gemischt. Ich kann das hier wunderbar anbraten. So, Rest kommt in den Kühlschrank. Wie ihr seht, ist der Anteil von Fleisch und Gemüse hier jetzt schon fast hälftig. Das heißt, ich würde schon sagen, bei dieser Rezeptur ist das Gemüse noch viel, viel wichtiger als bei einer klassischen Bolognese. Wie gesagt, wir haben keine Tomaten, wir brauchen den vollen Geschmack. Mit Sellerie, Karotte, Lauch, Zwiebeln kriegen wir richtig volles Aroma dran. So, und dann vermischen wir es auch schon. Gemüse, Fleisch, gehen wieder ein bisschen runter mit der Temperatur. Simmert alles schön vor sich hin. Jetzt brauchen wir Flüssigkeit. Wir brauchen Säure und genau wie bei einer Bolognese lösche ich ab mit Weißwein. Im Übrigen auch bei der Tomatenbolognese mit Weißwein, nicht mit Rotwein. Lass wieder ein bisschen einkochen. Gehe dann drauf mit etwas Brühe, ja. Schöne Fleischbrühe. Wieder ein bisschen einkochen lassen. Jetzt können wir ein bisschen Gewürze dazugeben, zum Beispiel hier so ein Lorbeerblatt mitkochen lassen. Parmesan, davon gebe ich die Rinde dazu. Einfach schön hier mitkochen lassen. Schon mal ein ganz bisschen Salz dazu. Pfeffer. Und wir gehen wieder ein bisschen runter mit der Temperatur und lassen es langsam vor sich hin köcheln. So, bis hierhin ging es eigentlich relativ schnell. Wir lassen das Ganze jetzt noch köcheln, werden gleich dann eben noch Sahne und Milch dazugeben. Das heißt, in der Zwischenzeit müssen wir was tun? Nudeln kochen. Hier habe ich mich heute für eine Fettuccine entschieden, eine ja, der Tagliatelle sehr ähnlichen Nudel. Das ist ja die klassische Nudel aus der Emilia Romana, die man normalerweise zur Bolognese macht und serviert. Ja, die Nudel ist wirklich ein bisschen anders, ein bisschen breiter und kommt aus den Abruzzen, aus Ostitalien. Und ja, ich finde es lecker. Probieren wir einfach mal aus. Ab ins Wasser, ein bisschen Salz natürlich rein und dann kochen wir das Ganze mal al dente. Hier sieht man jetzt, dass das Ganze so richtig schön eingekocht ist, ja. Und was wir hier sehen, ist wirklich purer Fleisch-Gemüsesaft, ja. Und der hat natürlich richtig Power jetzt, ne. Da ist ja richtig jetzt was in Energie reingegangen. Ich liebe es jetzt schon. Und jetzt geben wir Milch und Sahne dazu. Die Nudeln schalten wir ein bisschen runter hier. Aufkochen. Noch ein bisschen Milch dazu und dann ist es wichtig, dass es natürlich nicht mehr so stark und so lange kocht. Sobald man irgendwo Sahne dazu gibt, dann muss man den Kochvorgang ein bisschen beobachten. So, noch die Kräuter dazu und fertig ist unsere weiße Bolognese-Soße.
Lass uns anrichten. Weiße Bolognese, da ist natürlich die Tomate jetzt nicht im Vordergrund. Ja, aber wir haben einen tollen fleischigen Geschmack. Wir haben das Gemüse, was Power gibt. Und jetzt müssen wir natürlich trotzdem abschmecken. Auch hier ganz klar Salz und Pfeffer. Und damit wir in der Konsistenz eben auch genau so sind, wie ich es haben möchte, binde ich das Ganze noch ein ganz bisschen mit Stärke ab. Ganz leicht nur. Aufkochen lassen. Einen Löffel Stärke dazu. Abschmecken nochmal. Bisschen Säure. Ganz bisschen Limette kommt bei mir nochmal dran. Ganz bisschen Parmesan hobel ich jetzt noch rein. Nicht viel. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich selbstverständlich am Schluss noch Kräuter dazugeben, wie zum Beispiel Petersilie. So, weiße Bolognese. Schau mal, dieses Geräusch und dieser Glanz, ne? So muss das sein, finde ich. Das Leben kann so schön sein. Probiert dieses Rezept. Ich sag's euch, das habt ihr so noch nie gegessen. Aber ich mag einfach diese, wenn sich die Soße um die Nudel schmiegt. Genau dafür ist es gemacht. Und deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Nudelsorten, weil einfach verschiedene Nudelsorten die Soße anders aufnehmen. Die hier ist perfekt dafür. Genau die richtige Wahl. Soße haftet schön. Wir haben eine Stotzigkeit. Wir haben Umami. Wir haben eine Nudel, die richtig schön al dente ist. Das heißt, wir haben was zu beißen. Wir haben verschiedene Texturen. Power, Käse, brauchen wir nicht drüber reden. Macht Spaß. Also ich kann euch nur sagen, probiert dieses Gericht aus. Ein Rezept findet ihr in der Box. Abonniert den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt in die Comments, was wollt ihr sehen, was gefällt euch nicht. Und jetzt lasse ich euch alleine, beziehungsweise lasst mich alleine. Bis zum nächsten Mal. Euer Nelson. Ciao.